Hey Leute, willkommen zu 90 Uhr. Heute spielen wir wieder Minecraft. Aber heute nicht bei uns im Haus, sondern in einer anderen Welt. Und die heißt Horrorhaus. Video von unserem Haus, sondern von dem Horrorhaus. Okay, alles klar. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Horrorhaus rein. Wir sind schon creepy durch mit dem Totenkopf und mit dem Mensch. Und was sein sollte, da ist noch eine Spinne. Oh mein Gott. Und dann noch so ein Mensch. Und hier, was ist passiert? Oh geil, Schwert. Darf ich das nehmen? Danke. Oh mein Gott, das ist ein OP-Schwert. Jetzt sag ich das Schwert. Ja, und hier sind noch Spinnenbögen. Abbauen, weil ich habe eben gehört, dass man den Spinnenbögen steckt. Deswegen baut man die ab. Und mit dem Schwert geht das viel schneller. Guck mal, was, wie langsam das geht, wenn man es von Hand abbaut. So langsam. Deswegen baue ich die so ab. Alles klar. Also, dann kommen wir schon in den ersten Raum. Gut, Leute. Was wartet hier auf uns? Schlafen. Können wir schlafen? Ja, aber so ist die Stimmung zwar ein bisschen blöd, von daher lassen wir das. So ist die Stimmung des Horrorhauses ein bisschen blöd. Und hier sind auch noch Fackelchen. Alles klar. Hier ist auch noch Spinnenbilder. Oh mein Gott, hier sind auch noch Spinnenweben. Ja, in Minecraft gibt es eben andere Welten. Falls ihr Minecraft auch spielt, bei euch gibt es diese Welt auch. Die könnt ihr gratis runterladen. Okay. Okay. Und hier sind auf jeden Fall schon mal Kisten. Was ist hier drin? Erfahrungsflaschen, das kann man mit denen machen. Oh, ich weiß nicht, kann man am Boden schmeißen und dann gibt's Level. Geil, wir sind bei Level 3. Okay, perfekt. Alles klar. Und allerdings hatte ich auch noch vor, mir hier ein Haus zu bauen. Deswegen bauen wir hier mal diese Kiste hier ab. Und wir bauen unser eigenes Haus im Horrorhaus. Hallo? Verdammt, ich habe noch diese Kiste abgebaut. Die kann ich nicht abbauen. Okay, einen Sack. So, und jetzt haben wir hier alles drin. Wir haben eine Steinspitzhacke. Bei mir geht es zwar nicht schneller, aber ich baue es jetzt trotzdem mal mit der Steinspitzhacke hier ab. Und zack, so. Die Bette bauen wir auch ab. Wir nehmen natürlich direkt so ein Doppelbett. Und dann nehmen wir uns noch den Crafting Table. Wir bauen uns natürlich noch unser eigenes aus, weil ich komme wegen der Kiste. Da haben wir nur Crafting Table und das Bett. Okay. Mit einer Eingangstür braucht natürlich auch. Ich raube das Horrorhaus jetzt ziemlich aus. Das mache ich so, okay. Und zack, so perfekt. Und den hier baue ich auch ab. Oh, nicht angeln. Darf ich die bitte wieder haben? Danke. Darf ich die bitte wieder haben? Meine Spitzhacke. Danke. Nein, ich will nicht angeln. Ich will nicht angeln. Ah, ich kann den wegbauen. Okay. Habe ich den jetzt? Ja, ich habe hier Rüstungsständer. Oh, geil. Okay, dann geht's hier hoch. Alles klar, Leute. Was hier ist auch schon diese Kühler, ich mache diese Knöpfe. Nix. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, was. Okay. Alles abbauen. Okay, und zack, und zack, und zack. Wir müssen auf jeden Fall auch dann auch noch einen Platz finden, um unserem Haus zu bauen. There is something amazing inside. Okay. Ha? You made you lock. Ha? Was? Ha? Bin ich jetzt gerade drauf eingefallen? Oh geil, hier sind noch schöne Blümchen. Natürlich, ich habe das ganze Horrorhaus auf und dann dekoriere ich noch mein Haus damit. Alles klar. Hier sind ja noch mehr so Dinge. Alles klar. In dem Horrorhaus gibt es noch viel mehr zu sehen. Ach du Scheiße, Mann. Okay. Dann geht das hier runter. Es gibt auch noch diese Bücherregale. Aber ich habe jetzt nur für Bücher gedacht hier, ne? Jetzt haben wir drei Bücher. Aber auch die Bücher nicht. Ich würde sagen, die Bilder, das hier rauben wir auch raus. Die Bilder lassen wir drin. Höchstnatürlich, warte mal ganz kurz schnell. Ich will nur dieses Bild hier abbauen. Diese Bilder bauen wir auch, aber die anderen lasse ich, weil sonst ist das blöd für die Stimmung. So. Ich bin ein Horrorhausausrauber. Geil. Und dann bauen wir auch noch die Leitern ab. Ich raube das Horrorhaus ab, okay. Ich raube das Horrorhaus aus. Okay, Leute. Was finden wir hier? Nix drin, ne? Hier? Kürbis. Finden wir noch einen Kürbis? Also Pumpkin Pie? Was ist denn das? Wo habe ich das jetzt, Pumpkin Pie? Ich will das. Was ist das? Kann ich lesen? Oh, geil. Crafting Table. Ein Ei, ein Zucker, ein Kürbis. Oh, ich weiß, es ist. Oh. Das brauchen wir. Ein Ei, ein Zucker und ein Kürbis. Nein, nicht jetzt. So, warte. Also, das hier. Und zack. So, mache ich das richtig?
Okay, Crafting Table. Ein Ei, ein Zucker, ein Kürbis. Ein Ei, ein Zucker, ein... Was ist jetzt? Crafting Table? Das hat doch einen Kürbiskuchen gegeben. Aber ist doch egal. Was hier? Oh, ein Fleischbänder? Warte mal ganz kurz schnell. Das ist also die Eisentür. Okay, Leute, warte schnell ganz kurz. Guck mal, den Spender. Oh, hier ist ganz viel Fleisch drin. Geil, Junge. Ich werde reich. Und den Button hauen wir auch noch ab. Okay. Oh nein, hier schon wieder. Oh geil, ist da ein Schatz? Warte, ich nehme mal wieder unsere Schwert. Okay, ich nehme unser Schwert. Okay. Läuft die auch überhaupt noch? Mikrofon ein? Ja, Mikrofon ist ein, okay. Das Video ging schon 5 Minuten jetzt. Okay? Also beziehungsweise fast schon 6 Minuten. Lalalala, wir bauen alles ab. Alles bauen wir ab und zack. So. Was haben wir hier drin? Nö, ich glaube, das ist nur also Essen mit Sachen drin. Und noch Brandrasachen, die brauchen wir alle gar nicht. Okay. Alles klar, dann war es mit dem Horrorhaus, Leute. Wir haben dann rausgeraubt, aber jetzt ist es Zeit, einen Platz zu finden für unser Haus. Alles klar. Und da hinten ist noch ein Hundi. Der wird später vielleicht mein Haustier. Ist denn hier? Nee, okay. Was ist hier? Oh, eine kleine OP-Axt. Kann ich damit schneller bauen? Ey, guck mal. Kann ich hier... Ey, wie schnell kann ich denn damit abbauen? Okay, Leute. Auf jeden Fall kann ich das mein neues Haus werden. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das ist richtig gut. Damit kann das mein neues Haus werden. Mit dieser Axt kann man so schnell abbauen. Die ist auf jeden Fall verzaubert. Das sind spezielle Äxte. Die sind ganz gut verzaubert, Leute. Das kann ich euch sagen. Okay. Alles klar. Alles klar, heute mal. Gut, Leute. So, perfekt. Und zack. Alles abbauen, abbauen, abbauen. Und zack, so. Und dann wäre da noch die Kiste. Aber wie viel Holz habe ich jetzt eigentlich schon? Ich sammle mir alles Holz ein, was ich finde. 45, oh geil, damit kann ich sicher was anfangen. Alles klar, Leute. Warte schnell, wo habe ich das jetzt? Hier. Perfekt. Nein, schmeiß es nicht weg. Nein. Ganz viel Holz. Jetzt haben wir sogar 47. Oh. Ey, das wird einen guten Stack geben. Oh. Verdammt, ein guter Stack wird das jetzt ergeben. Geil. Okay, Leute. Hier können wir auf jeden Fall unser Haus machen. Damit können wir Spaß haben, Leute. Ich würde sagen, wir bauen unser Haus dann direkt mal hier. Alles klar. Was braucht man denn alles? Komm, ich nehme einfach mal alles Mögliche nach vorne. Auf jeden Fall brauchen wir auch noch das Holz. Okay. Und zack, so perfekt. Das Holz brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Gut, Leute. Dann machen wir hier alles so hin und zack, so perfekt. Jetzt hat es endlich mal aufgehört zu regnen und ich glaube, der Tag kriegt doch langsam zu. Aber jetzt habe ich schon wieder keine Tür. Warte schnell ganz kurz. Ich spreche schnell wieder ins Horrorhaus ein und crafte mir eine neue Tür. Also beziehungsweise ich hole mir eine neue Tür. Oh geil, hier sind noch Kürbislaternen. Kann ich abbauen? Damit es in meinem Haus heller ist. Oh geil, das wird eine Gruselstimmung geben, Leute. Ich sag's euch. Falls ihr Angst habt, dann solltet ihr jetzt lieber ausschalten. Okay. Gut. Tür mitnehmen. Okay. Brauchen wir nämlich eine Doppeltür. Und diese Kopf seht ihr da hinten? Eines Tages werden wir dann auch noch runterspringen, weil da kann es runter. Aber nicht in dieser Folge. Nicht in dieser Folge, definitiv. In der nächsten Folge, also nicht in dieser Folge, in der nächsten Folge vielleicht, aber vielleicht nicht. Also Gott, ich erkläre das jetzt. Also, in dieser Folge nicht, in der nächsten Folge vielleicht, in der dritten Folge auf jeden Fall. Also, wenn ihr es nicht kapiert habt, müsst ihr nochmal zurückspulen, okay, Leute? Und zack, so, das hat jetzt super geklappt hier, so. Und zack, ich nehme jetzt mal den Stack. Wir haben ja einen ganzen Stack hier Holz. Das heißt, theoretisch, wenn dieses Holz uns vergangen ist, dann ist es eigentlich nicht mehr so schlimm. Lalalala. Oh nein, jetzt sind wir hier. Ich hab das hier falsch gebaut. Mann. Okay, Leute, warte schnell. Ich habe hier eine super OP-Axt. Kann ich das damit abbauen? Ach komm, hier geht es mega schnell. Okay, Leute. Alles klar? Wir bauen das Ganze hier ab. Ich glaube, das ist sogar ein Sicherheitszaun, damit man hier nicht runterfällt. Aber für uns ist das ein bisschen blöd.
Okay, zack, zack, zack. Jetzt haben wir auch noch ganz viele Blöcke hier droppen gelassen. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt haben wir noch ganz viele Quarzblöcke. Ja, ich glaube, das ist Quarz. Und zack, so perfekt, perfekt, perfekt. Alles abbauen. Nichts brauchen wir hier. Das ist alles völlig nutzlos. Und zack. Ich würde sagen, ich sammle mir das einfach mal alles ein, damit ich wenigstens noch ein paar Quarzblöcke habe, um mir das Haus zu bauen. Geil, ne? Okay. Diesen Holzblock können wir abbauen. Ich glaube, das können wir jetzt schon ohne Axt machen, weil es ist nur ein einziger Holzblock. Okay, Leute. So. Oh nein, ich habe das... Mann, jetzt habe ich das hier noch falsch gebaut. Verdammt. Ich kann keine weitere Schicht... Oh mein Gott. So. Und zack. Gut. Ich baue das Haus einfach mal so hoch wie möglich hier. Und zack, so nicht so hoch wie möglich. Ach du Scheiße, jetzt komme ich hier noch nicht dran. Okay, Leute. Ich glaube, ich baue das lieber ab. Und zack. Und zack. So. Nein, Mann, wieso fallst du da runter? Mach doch deine Augen auf. Lauf doch ein bisschen besser hier. Warte, wenn man sich duckt, kann man gar nicht runterfallen. Seht ihr? Obwohl ich weiterlaufe, okay? So, zack, zack, zack. Und zack. Und zack, so, jetzt habe ich keinen Stack mehr. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Aber das macht jetzt doch gar nichts. Ich habe hier ja noch ein großer Stack Holz. Verdammt. Okay. Und zack. Ich kann mir sonst immer noch mehr Holz holen, weil ich habe ja eine Super-Axt. Oder sonst kann ich mir auch noch Erde holen, aber ich mache es immer mit der Super-Axt, weil das geht mega schnell, Holz abzubauen. Sonst, wenn ich diese Super-Axt habe, dann geht es sogar noch langsamer, Erde abzubauen, als Holz abzubauen. Aber nur, wenn ich diese OP-verzauberte Super-Axt habe. Die ist wirklich richtig hilfreich, Leute. Und zack, okay, Leute. So. Und sagt, ich habe hier noch ganz viele Quarzblöcke, das heißt theoretisch, wir werden richtig Spaß haben. Wir werden richtigen Bauspaß haben. Ja. Wir werden richtigen Bauspaß haben, wenn wir so viele Blöcke haben. Ich baue ja auch richtig, richtig schnell. Seht, jetzt bin ich mit der Wand schon fertig, aber natürlich fehlt noch das Dach. Okay, Leute. Hier werden wir nicht so Bauspaß haben, denn es könnte hier sein, damit die uns hier verbauen. Okay. Ich habe ja noch Quarzblöcke. Ich glaube, das wird ausreichen. Drückt das raus und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr denkt, das wird auch ausreichen. Oh nein, ich glaube nicht. Okay. So wird das Haus zwar ein bisschen hässlich aussehen, denn das hier noch mit Quarz gefüllt ist, aber ich habe keine andere Wahl. Wir brauchen ja nämlich noch ein Dach. Und warte, ich glaube, das reicht nicht mal aus. Ach du Scheiße. Das reicht ja nicht mal aus. Wie dämlich ist das denn? Okay, ich habe leider keine Blöcke mehr. Alles klar. Aber Leute, ich glaube, für heute war es schon mal gewesen. Ihr habt ja das Horrorhaus jetzt kennengelernt. Die Folge ging schon 12 Minuten. Alles klar, Leute. Das war schon mit dem heutigen Video. Also ihr habt das ganze Horrorhaus jetzt schon kennengelernt. Gell, sah creepy aus. Wir haben jetzt schon mit richtigen Bauspaß gemacht. Zack, 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 unser Haus aufgebaut. Und das Horrorhaus sah auch creepy aus. Wir haben es ausgeraubt und ja... Ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Das würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüssi.